Wir müssen jetzt wirklich kämpfen. Und ich fordere alle dazu auf, da mitzumachen. Und wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein, wir sind viele. Herzlich willkommen auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Vielen herzlichen Dank für die vielen Likes, die wir insbesondere auf unser letztes Video bekommen haben mit Johannes Martin Krenzle, der eine Liste erstellt hat jener Theater, die die freischaffenden, selbstständig beschäftigten Künstler auszahlt und sie somit vor dem Prekariat bewahrt. Mögen diese beispielgebend sein für die vielen kulturpolitischen Entscheidungen, die jetzt auch anstehen. Ich hoffe, ihr seid nach wie vor gesund und bewahrt euch euren kreativen Geist, denn gute Ideen und Gestaltungskraft werden in nächster Zeit sehr gefragt sein. Eine gute Idee, die nicht nur von den Sängern gefeiert wird, hatte auch unser lieber Kollege Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, den ich jetzt gleich begrüßen werde. Er ruft auf zu einem runden Tisch. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal, was hat es auf sich mit deiner Idee vom runden Tisch? Ja, hallo liebe Elisabeth und hallo liebe Kolleginnen und Kollegen und Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ja, die Idee vom runden Tisch kommt daher, dass wir ja alle europäischen Künstler seit Anfang März haben wir ja blaue Briefe erhalten, in denen uns mitgeteilt wurde, aufgrund von Force Majeure seien unsere Verträge eben jetzt aufgehoben. Wir würden von der Sangespflicht entbunden und genauso natürlich auch gäbe es keine Entgeltvorzahlung für uns. Es war so, mir war ziemlich schnell bewusst, was das insgesamt bedeutet und vor allem natürlich auch jetzt nicht nur für die Kategorie zwar sehr arrivierten Sänger, sondern vor allem auch für alle prekär Beschäftigten oder schlecht Beschäftigten oder eben Sänger, die sich vielleicht einen kleinen Wohlstand zugelegt haben. Und vor allem ist das Problem ja auch das, dass unsere Branche ist die, die zuerst davon betroffen ist und ist auch die Branche, die zuletzt wieder in den Arbeitsprozess zurückkehren wird können. Gestern gab es zum Beispiel die Entscheidung in Deutschland, dass alle Großveranstaltungen bis Ende August abgesagt sind. Das heißt, wir reden da jetzt über einen Zeitraum von 6 Monaten. Und möglicherweise darüber hinaus, ne? Also es wird ja schon gerätselt, wann dieser Impfstoff erscheinen wird. Das dauert laut Fachmeinung bis zu 1,5 Jahren. Also dann schauen wir ziemlich durch die Finger. Und umso brisanter wird dein Anliegen. Genau, es ist jetzt so, dass ich habe eben das Glück gehabt, dass ich in Frankreich auch sehr viel gesungen habe über die Jahrzehnte, eben nicht nur in Paris, sondern in Nancy, in Lille, Lyon, Toulouse, überall. Dadurch haben sich auch natürlich Freundschaftsbeziehungen zu französischen Sängern ergeben. Und wir haben dadurch auch einen Schulterschluss erreichen können zwischen den österreichischen Sängern, zwischen den deutschen Sängern und auch den französischen Sängern. Und wir alle haben eben Rechtsgutachten erstellen lassen. Und die kommen alle zum gleichen Ergebnis, nämlich, dass der Force Majeure-Paragraph für uns entweder gar nicht gilt oder sogar als sittenwidrig einzustufen ist. Und ich erkläre das jetzt, warum. Wir sind ja zum Beispiel in Österreich. Wenn wir da an der Staatsoper singen oder bei den Salzburger Festspielen, sind wir ja sozialversicherungspflichtig. Das heißt, entweder fallen wir unter die Sozialversicherungspflicht oder Kollegen aus dem Ausland können auch das A1 mitbringen. Das eben eine sozialversicherungspflichtige Doppelbelastung eben vermeiden soll. Das heißt Kurzer aber auch. Einwurf, eine Frage noch. Ich meine, nicht jeder singt an der Wiener Staatsoper und bei den Salzburger Festspielen. Betrifft das nur die beiden oder wie Nein, schaut das nein, aus? das ist ja bei allen Theatern so.
Das ist ja eine einheitliche Regelung für alle Festivals und alle öffentlich finanzierten Theater. Es ist auch so, dass dieser Paragraph deswegen auch wahrscheinlich sittenwidrig ist, weil staatlich subventionierte Betriebe wälzen das Risiko staatlich verordneter Maßnahmen, wie zum Beispiel jetzt diese Pandemie-Maßnahmen oder eben die Staatstrauer, Generalstreik, also diese Dinge, einseitig auf die Beschäftigten ab. Und das ist natürlich unverhältnismäßig. Es ist natürlich dadurch auch unverhältnismäßig, wenn man die kurzfristig Beschäftigten und die Festangestellten so unterschiedlich behandelt, weil bis dato ist zum Beispiel eben bei der Staatsoper in Wien so, dass es ein Angebot gibt von genau 0 Euro als Entschädigungszahlungen. Dagegen ist es zum Beispiel so, dass das Grazer Schauspielhaus seine Künstler im April, also die Gäste, mit 100% auszahlt. Also da ist schon offenbar ein riesengroßer Ermessensspielraum. Nur ist es so, dass natürlich diesen Ermessensspielraum können ja nicht die geschäftsführenden Intendanten machen, sondern da muss es von der Kulturpolitik klare Weichenstellungen geben. Es muss einfach eine Weichenstellung geben, wie verhält man sich jetzt zu diesen Verträgen, weil auch diese ganzen Kulanzregelungen sind wunderbar für die Übergangszeit, lösen aber natürlich das Problem à la longue nicht, weil es gibt eben Verträge und wir sind eben nicht Bittsteller oder Personen, die auf das Gutdünken von den Verantwortlichen angewiesen sind, sondern wir haben eben Verträge. Unser strategisches Problem ist natürlich das, dass wir bis dato alles Einzelkämpfer waren. Das war eben das, warum es so schwierig war, die Solidarität auch zu organisieren, weil auch die Agenturen hatten bis dato nur Konkurrenzdenken im Sinn. Und das dann umzuschalten auf Solidarität ist natürlich wahnsinnig schwierig. Darum ist es natürlich auch so, dass wir planen, tatsächlich eine standesrechtliche Organisation oder Gewerkschaft, wie auch immer, für die Freischaffenden zu gründen, die eben auch einen europäischen Dachverband hat, weil es auch so ist, dass durch die Einsparungen der letzten Jahrzehnte wurden die Sänger überproportional belastet. Weil zum Beispiel, jetzt nehmen wir wieder mal die Staatsoper, weil das einfach ein sehr gutes Beispiel ist, in der Ära Holländer war es eben so, dass die Einsparungen so stattfanden, dass die neu engagierten jungen Sänger mit viel schlechteren Verträgen ausgestattet wurden als die bis dato engagierten Ensemblemitglieder. Und bei den Freischaffenden war es natürlich nicht anders. Das hat man teilweise zu kaschieren probiert, indem man immer die Diskussion nur auf die Gagen von der Netrebko lenkte. Aber man muss da einfach bedenken, da handelt es sich vielleicht um eine Handvoll oder 10 Leute weltweit, die überhaupt diese Gagen lukrieren. Bei der Runde so ungefähr der normalen bekannten Größen oder Opernstars sieht es finanziell dann schon ganz anders aus. Und ganz schlimm sieht es natürlich aus bei den weniger bekannten, bei denen die prekär beschäftigt sind. Da ist es dann schon seit Ende März ganz, ganz bitter. Also unsere Petition ist wirklich viral gegangen und es hat Unterstützer jetzt gefunden von der österreichischen Agenturvereinigung. Die Musical Community hat sich der Anwaltspetition angeschlossen. Die freien Gruppen und auch heute zum Beispiel die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, weil bei denen ist es auch so, dass 130 Chormitglieder
während der Salzburger Festspiele engagiert werden sollen, freischaffend. Und die, bei denen ist es so, dass es einen Großteil ihres Jahreseinkommens ausmacht. Also das sind alles existenzbedrohende Dinge. Und da können wir auch wirklich nur mit Solidarität herauskommen. Und man muss natürlich an die Politik appellieren, es in einer rechtlich einwandfreien Version zu regeln. Denn ansonsten würde das monatelange oder vielleicht jahrelange Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen, die ja niemand sich wünschen kann und schon gar nicht die Kulturnation Österreich. Also da muss einfach, weil bis dato hört man, dass eben eigentlich die Arbeitgeber mit sich selbst verhandeln. Und das kann nicht sein. Also es muss einen runden Tisch geben, der mit allen betroffenen Gruppen man sich mit der Kulturpolitik zusammensetzt, dass man sich auch die Bilanzen ansieht, weil es ist zum Beispiel so, dass sich die Opernhäuser wie die Wiener Staatsoper, ich gehe jetzt immer von der Wiener Staatsoper aus, weil das zwar das größte Flaggschiff ist, die haben ja die Budgets schon zugeteilt. Es ist ja nicht etwas, was so einem neuen Maßnahmenpaket unterliegen würde. Und die Häuser sparen sich ja natürlich auch durch die Kurzarbeiterregelung Geld, weil das wird ja dann über das AMS. Arbeitsmarktservice. Genau, über den Arbeitsmarktservice geregelt. Und das Problem ist auch, dass eine rein österreichische Regelung, dass dort nur die österreichischen freischaffenden Sängerinnen und Sänger davon profitieren würden, wäre auch europarechtlich gar nicht machbar, weil natürlich auch diejenigen Sänger mit, die keinen österreichischen Wohnsitz haben, müssen natürlich auch abgegolten werden, weil das sind ja immer Ansprüche, das sind ja nicht irgendwelche großzügigen Zuteilungen, die man uns gerne gibt oder ungerne, sondern da muss es einfach eine rechtsfeste Lösung geben. Und darum kann ich da nur an die Politik appellieren, das so schnell wie möglich einzuleiten und uns auch als Gesprächspartner ernst zu nehmen. Du bist Österreicher, aber du lebst selbst in München. Sprichst du jetzt im Moment nur die österreichischen Künstler an oder um wen geht es da jetzt? Oder was kann ich als Künstlerin, die das jetzt dieses Video anschaut, was kann ich jetzt überhaupt tun? Ja, also das Einfachste wäre jetzt einmal die Anwaltspetition, die wir an die Frau Kulturstaatssekretärin Lunacek gesendet haben, auch zu unterstützen, weil das ist noch kein Rechtsakt. Es ist aber so, dass natürlich in der letzten Zeit hunderte Petitionen oder tausende Petitionen an die verschiedenen Ministerien gesendet wurden, die natürlich alle so ein bisschen im Papierkorb gelandet sind, weil es einfach nur Appelle allein helfen einfach nicht. Das war auch der Grund, warum wir uns eben für diese Anwaltspetition entschieden haben, weil das signalisiert natürlich der Politik auch, dass wir im Notfall auch bereit wären, das rechtlich klären zu lassen. Aber das ist ja etwas, was wir eben nicht wollen, weil wir wollen ja, dass die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und den Künstlern friktionsfrei wie möglich vonstatten geht. Aber wir sind in so einer existenzbedrohenden Situation, dass reine Kulanzlösungen für die Übergangszeit wunderbar sind, aber auf die lange Sicht muss es da rechtlich haltbare Lösungen geben, auch europäisch. Also das heißt, wenn ich jetzt in Österreich als Künstlerin beschäftigt bin, dann schreibe ich ein E-Mail an diesen Anwalt, der diese Petition verfasst hat? Oder ja, genau, das ist genau georg.streit@h-i-p.at. Einfach schreiben, ich unterstütze diese Petition, natürlich den vollständigen Namen. Und es ist so, wir sind jetzt wirklich sehr viele. Also es ist, kein Mensch braucht sich fürchten, dass er sich da furchtbar exponieren muss. Ich habe mich jetzt
sehr exponiert, aber mir ist es einfach aus Solidaritätsgründen für meine Kollegen ist das unverhinderbar, weil ich eben weiß, wie das ist, wenn man in finanziellen Problemen sein kann, eben aufgrund meiner eigenen persönlichen Erfahrungen, zumindest bis vor 12 Jahren. Willst du darüber was erzählen, was da war? Ja, naja, das war so, wie ich ja schon im Kurier-Interview gesagt habe, bin ich eben in einer homophoben Familie aufgewachsen und hatte dadurch natürlich auch keinen finanziellen Rückhalt in Krisensituationen. Und da ist es halt auch gewesen, zum Beispiel ist mir mal ein super lukratives Engagement in Brasilien geplatzt. Das wäre das bis dato tollste Engagement gewesen, das ich je gehabt habe. Aber eine Woche vorher wurde trotz unterschriebener Vertrag mir mitgeteilt, dass die Veranstalter leider kein Geld haben und dass sie leider auch kein Geld kriegen werden. Und mir war es unmöglich, in Brasilien irgendjemand so rechtlich zu belangen, weil ich ja nicht einmal hinfliegen hätte können, mit irgendwem sprechen oder. Und das war auch noch der Zeit lange vor Skype. Also ich hätte gar nicht schauen können, ob das überhaupt möglich war. Und da war ich dann auch auf die Solidarität zum Beispiel von Freunden angewiesen. Und diese Erlebnisse vergisst man einfach nicht. Und es ist natürlich auch so, dass ich mein Coming Out hatte ich 1989 in der AIDS-Krise. Da gab es eine unglaublich schreckliche Stimmung auch in der Bevölkerung uns gegenüber. Wir hatten da Gott sei Dank Menschen, die sich für uns eingesetzt haben. Also zum Beispiel, es gab Forderungen von der Politik, uns in Lager zu sperren. Und da war es aber so, dass zum Beispiel die Frau Dr. Süssmuth, die große Dame der CDU, die damals Bundesgesundheitsministerin war, aber auch zum Beispiel der wunderbare Ignaz Bubis, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, haben sich da vor uns gestellt und haben ihre schützende Hand auf uns gehalten. Wir haben aber eben durch diese Bedrohungssituation gemerkt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu solidarisieren. Und es war so, in Österreich mussten alle Verbesserungen für die queere Community über Gerichte erzwungen werden, also über das Verfassungsgericht oder über den EuGH und bis hin eben zur Homo-Ehe auch. Und das hat mich natürlich auch in meinem politischen Kampf mitgeprägt, weil ich ja in dieser Community sehr involviert war, schon von den Studentenzeiten an. Und ich habe gesehen, was im rechtsstaatlich alles möglich ist. Und wir sind Gott sei Dank in einem europäischen Rechtsstaat, also nicht nur in Österreich, sondern insgesamt Europa gesehen. Und der Rechtsstaat ist ein demokratischer. Und das ist natürlich eine wunderbare Situation. Wir sind eben Gott sei Dank nicht in einer chinesischen Diktatur. Ja, also nochmal zur Zusammenfassung. Diese Petition geht jetzt nur um die Situation in Österreich. Ist das richtig? Genau, das geht jetzt nur an die Kulturstaatssekretärin Lunacek in Österreich, damit Österreich einmal die Situation rechtskonform klärt. Die ist natürlich in gewisser Weise dann Vorbild auch für die deutschen Kollegen und auch für die französischen Kollegen. Und es ist natürlich so, dass wir große Hoffnungen natürlich auf die Kulturnation Österreich, die sich da hoffentlich tatsächlich an die Spitze der europäischen Bewegung stellt und tatsächlich eben beweist, dass wir unserem Ruf als Kulturnation voll gerecht werden. Darauf hoffen natürlich auch die deutschen Kollegen, weil da ist es zum Beispiel so, dass jedes Bundesland andere kulturpolitische Vorstellungen hat. Und da ist es auch bis dato so, dass alle Beamten Mikado spielen. Das heißt,
Jeder schiebt die Verantwortung an den anderen ab. Also die Kulturpolitik auf die geschäftsführenden Intendanten und die geschäftsführenden Intendanten wieder retour. Und zurzeit bewegt sich da eben auch noch nicht so viel. Aber selbstverständlich, darum haben ja die auch diese Rechtsgutachten erstellen lassen, sind natürlich auch die deutschen und die französischen Kollegen im Notfall bereit, juristisch die Sache durchzukämpfen. Was wir aber, wie gesagt, alle nicht wollen. Wir wollen eine schnellstmögliche gute Lösung, weil wir sind einfach in der, zu großen Teilen in der Existenz bedroht, auch die arrivierten Sänger. Also es ist ja nicht so, dass die arrivierten Sänger monatelang mit Einnahme null so durchkommen würden. Und auch die Überlegungen, die es teilweise gibt, dass man sagt, ja, vielleicht zahlt man 50% oder so, das würde wieder die prekär Beschäftigten natürlich übermäßig belasten. Weil eigentlich sollte man sich, glaube ich, sollte man den kurzfristig Beschäftigten auch ungefähr im Rahmen der Kurzarbeiterregelung, das wäre eigentlich das einfachst zu handhabende, die einfachste Maßnahme, die man in dieser Situation machen kann. Und wäre auch die, die dann am rechtssichersten ist. Also worin liegt jetzt deine Hoffnung? Du hoffst, dass jemand von der Politik an dich herantritt und mit dir in Verhandlung tritt, dass du in Stellvertretung der vielen Künstler, die zum Teil eben auch prekär beschäftigt sind, dass du für sie sprechen könntest und für sie verhandeln könntest? Oder was ist das Ziel jetzt? Nee, das Ziel ist ja so, dass wir ursprünglich, also bis zu diesem Kurierinterview vom Ostersonntag, war mir ja nur ein Häuflein aufrechter. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass sich ja die gesamte Musical-Community dahinter gestellt hat, die freien Gruppen, die ganzen Agentenverbände. Also ist es keine Privataktion meinerseits oder von vielleicht einer Handvoll Sängern wie dir auch, sondern es ist jetzt tatsächlich eine große Bewegung, die ja auch aufgezeigt hat, dass das Problem ein großes ist. Also zum Beispiel eben die 130 Chormitglieder, die bei den Salzburger Festspielen freischaffend tätig hätten werden sollen. Auch die bei den Musical-Darstellern ist es ja auch das Gleiche, dass es da eine unglaubliche Ungleichbehandlung zwischen den Festangestellten und den Gästen gibt. Und da müssen wir wirklich schnell zu rechtskonformen Lösungen kommen. Aber du meinst, es ist auch wichtig, dass es noch viele Unterschriften gibt oder reicht das schon? Also ist es jetzt wichtig, dass die Leute sich dieser Petition noch anschließen oder? Genau, also jede Stimme, die das unterstützt, ist natürlich sehr willkommen. Wir haben eben Gott sei Dank jetzt schon eine große Basis für diese Petition, was ja in so 2-3 Tagen zustande kam, wo man natürlich sagen muss, es ist toll, dass das so geschwind ging. Ich war da praktisch die Telefonzentrale, aber das ist ja wurscht. Ich bin froh, wenn man den Kollegen da einfach solidarisch helfen kann. Es geht einfach tatsächlich um alles. Es ist existenzbedrohend und wir müssen das gemeinsam lösen. Und ich kann eben nur appellieren an die Politik, nicht zu versuchen, dass zwar die Arbeitgeber jetzt mit sich selber verhandeln, sondern wir Betroffenen müssen in die Gespräche eingebunden werden, um zu einer Lösung zu kommen, die alle auch für die nächsten Monate zufriedenstellt und auch vor allem diese ungeheuren Existenzsorgen, die praktisch alle mit ein paar Ausnahmen haben, zu lösen. Das heißt, ich würde vorschlagen, du musst nicht Österreicher sein, wenn du diese Petition unterschreiben willst, sondern man kann auch als Deutscher zum Beispiel diese Petition unterstützen, weil das einfach noch mehr Gewicht dann gibt. Also es ist nicht nur eine österreichische Sache, wie ihr seht, es geht um ein größeres Ganzes, das europäisch gedacht wird und jede Stimme zählt dann auch, die diese Sache, diese erste Initiative unterstützt, die sich vielleicht ausweiten könnte. Da kannst du ja vielleicht auch noch was dazu erzählen. Ist das jetzt nur eine kurzfristige Aktion, die jetzt die
Corona-Krise sozusagen in eine geordnete Bahn lenken soll für uns Sänger? Oder sind da auch langfristige Pläne? Ja, wir haben mit allen Mitstreitern, sind wir uns einig, wir brauchen dringendst einen europäischen Dachverband, eben auch damit viele Fragen, die sich in letzter Zeit vertragstechnisch auch ergeben haben, geklärt werden können. Zum Beispiel das Problem mit Probenvergütung. Warum werden Vorbereitungen nicht vergütet, die wir Sänger haben? Warum werden manchmal jetzt sogar Flüge nicht mehr bezahlt? Es ist auch so, zum Beispiel bei den TV-Aufzeichnungen, die oft die gleichen Einschaltquoten haben als Fußballspiele, bekommen wir aber ein Battle, so ungefähr. Und das sind einfach Sachen, die nur deswegen möglich wurden, weil wir eben keine Vertretung haben. Darum konnten dort die Intendanten über uns drüber fahren und die Sachen so regeln, wie sie halt jetzt über Jahrzehnte geregelt wurden. Und jetzt ist natürlich ein historischer Moment, weil jetzt sind wir plötzlich alle davon betroffen. Dadurch gibt es natürlich auch eine Einsicht bei allen, dass wir mit dem Konkurrenzdenken einfach nicht wirklich weiterkommen werden, sondern wir brauchen eine entweder gewerkschaftliche oder standesrechtliche Organisation. Das wird sich dann, wenn man jetzt hoffentlich die akuten Corona-Probleme gelöst haben, haben wir ja auch genug Zeit. Also die Politik braucht nicht glauben, dass das Thema so geschwind weg ist, weil wir haben alle Zeit der Welt. Und diese Zeit werden wir sehr gut nutzen, um uns europäisch zu vernetzen und auch rechtlich tragfähige Lösungen dafür zu finden. Also muss man eben sehen, ob es da eine Versicherungspflicht gibt oder wie auch immer. Also wir haben jetzt alle eingesehen, dass die Situation, die wir bisher hatten, eben in den Suppentopf führt. Und da wollen wir nicht drin sein, sondern wir wollen alle schauen, wie man wieder ein in die Zukunft schauendes Leben ohne akute Existenzsorgen haben können. Und auch natürlich, wie wir die soziale Situation für die Sänger, Thema Mindestgagen etc. So günstig wie möglich klären können. Also ich glaube, da schlackern jetzt bei allen die Ohren, weil alle Sänger wünschen sich seit vielen Jahren, das höre ich die ganze Zeit, eine Sängervertretung, eine Art Gewerkschaft, die es eben nicht gibt. Ja. Also ich glaube, alle sind dir extrem dankbar, dass du dich jetzt an die Spitze dieser Initiative gesetzt hast und da wirklich anpackst. Es geht aber nur, und das sage ich jetzt ganz deutlich, weil ich aus eigener Erfahrung spreche, es geht nur, wenn ihr alle mitzieht, wenn ihr den Wolfgang jetzt nicht allein lasst und die größere Gruppe, die sich um ihn geschart hat, ihr müsst ihn unterstützen, weil ein Mensch alleine kann das nicht schaffen. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass das jetzt endlich gelingt. Lieber Wolfgang, ich kann dir nicht genug danken, dass du so stark deine Kraft einsetzt und deine Energien und Kapazitäten und da so viel vorantreibst. Also herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Ja, bitte, bitte. Also das tue ich in dem Sinn sehr gerne, auch wenn es natürlich jetzt die letzten Wochen ein bisschen an die Grenze der Kapazität ging, aber es ist einfach für das absolut Richtige. Und wenn ich von was 100% überzeugt bin, das war im Frühjahr auch bei den Schwulenrechten nicht anders, dann mache ich das, egal wer glaubt, dass das nicht günstig sei oder dass man da irgendwelche softeren Herangehensweisen wählen soll, das geht jetzt einfach nicht. Wir müssen jetzt wirklich kämpfen und ich fordere alle dazu auf, da mitzumachen. Und wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein, wir sind viele. Super, das ist das beste Schlusswort. Ich finde, der Wolfgang Ablinger-Sperrhacke hat ganz viele Likes verdient. Bitte beteiligt euch wieder, damit dieses Video auch möglichst viele Sängerinnen und Sänger erreicht. Und damit sich möglichst viele anschließen können, weil jetzt ist wirklich, wie der Wolfgang so schön sagt, ein historischer Moment und jetzt ist eine Riesenchance, jetzt für unsere Rechte auch zu kämpfen.
Herzlichen Dank, lieber Wolfgang, und alles Danke Gute. auch, liebe Elisabeth. Viel Kraft und wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie es damit weitergeht. Wunderbar. Auf Wiedersehen.